So, sind wir auch wieder zurück bei Rising World. Einfach nochmal ins Hauptmenü bin ich gegangen und jetzt ist endlich dieses scheiß komische Geräusch weg. War ja schon wieder ein Bug. So. Jetzt habe ich mir auch mal Wassermelonen hier gegönnt. Man könnte das so auch hier weiterführen, ne? Muss man. Ist auch mal zwei, ne? Ob das eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Hier denn, ist hier denn auch weiter so Flur? Dann gehen immer so die Räume los. Dann kommt die jeweilige Wand, ne? Davon haben wir natürlich auch wieder zu wenig, wie ich merke. Das könnte man so machen. Davon brauchen wir noch eine Menge, ne? Weiß nicht wie viele. Auf jeden Fall müssen wir mal eben schlafen. Müssen wir nicht, aber damit es hell ist. Hier könnte man das auch immer so machen. Hier habe ich das schlauerweise. Ja, hab ich schon fast angedeutet, aber auch noch nicht so ganz richtig, ne? Vielleicht bereite ich das schon mal so vor. Und dann wieder Steine kloppen. Ne, das nächste Mal Steine kloppen, das mache ich dann erstmal wieder ein bisschen offscreen, bevor wir hier weitermachen. So, wir sind ja bald wieder out of Stein, glaube ich. Out of Stone. Könnte man das auch so machen, ne? Dass man hier immer so einen komischen Flur hat. Hallo. Ja, warum ist der jetzt? Alles zwei breit, bitte, Herr Prophet. Oder ich habe es, glaube ich, nur vergessen abzureißen. Aber wer baut denn so eine Räume? Überall ist alles umrundet. Na, ganz umrundet habe ich das ja da hinten auch nicht, ne? Habe ich das so gemacht? Weiß ich auch noch nicht, wie ich das hier so mache. Vielleicht muss auch noch wieder vieles weg. Ah, ich habe keine Ahnung. Es ist so schwierig. Ein Ding habe ich noch, toll. Hier mache ich das nicht. Das tut mir leid, das muss auch noch mal weg. Oder muss es weg? Ja, ich glaube, das ist besser. Hier ist dann halt der Flur und dann geht es in den nächsten Raum. Ja.
ganzen Umrandung da hinten ist auch wieder alles unnötig. Oh Mann, oh Mann. Also so eine Umrundung durch hinter Räume oder so, das sieht ja auch nicht aus. Ein Flur, ja, aber ein Flur ist ja nicht überall. Ja, wohl kann es auch geben, aber weiß ich nicht. Ja, ich hoffe, das Endprodukt sieht überhaupt noch was aus hier. Doof, dass man das alles nicht wieder kriegt. So, jetzt ist da, habe ich da überall, ja, ganz toll. Ach, ist auch wieder ganz schlau. Ich weiß auch nicht immer, welche Türen ich machen soll. Ach, ist das schwierig. Naja, wir sollten uns vielleicht mal erstmal einen Raum widmen und den auch mal so ein bisschen fertigstellen. Na gut, wir haben kein Dach, haben wir auch nicht, wir haben nichts. Ach, was haben wir überhaupt? So, jetzt muss ich noch mal gucken, wo denn eine Tür sein kann. Das ist ja natürlich 20 cm lang. Also, ne, versteht schon, ne? Es könnte ja hier. Kommt denn die Tür hin und das ist denn der Boden hier, ne? So. Out. Ja. Brauchen wir noch welche? Aber die brauchen wir auch. Hm. So. Vielleicht habe ich zu viel Boden, ich hoffe nicht. Wahrscheinlich eher zu wenig, oder? Keine Ahnung. Jetzt haben wir noch 31. Naja, wir haben natürlich zu wenig. Ja, das war's. Toll. Hm. Wie weit kommen wir damit noch? Das auch leer. Naja. So, hier haben wir denn ja wenigstens mal eine Wand. Ach, da hinten muss ja auch noch eine Wand. Dann habe ich hier mal ein bisschen gemogelt. Jetzt haben wir nichts mehr. Toll. Und keine Steine mehr. Aber vielleicht sieht man jetzt mal, wo die Reise hier hingehen soll, ne? Endlich mal. So, ach, das haben wir auch im Inventar. Okay. Einen tollen Marmor kann ich ja noch hier hin ballern. Bam. Den Rest reiße ich mal wieder ab hier.
Obwohl, ich weiß ja immer nicht, ob ich Marmorbohnen auch haben möchte, ne? Das weiß man ja alles nicht. Das sieht auch wunderschön aus da, ne? Aber naja. Das ist ja das Bad. Okay, Küche könnte ich denn hier, Schlafzimmer. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Marmor da haben will oder nicht. Wir haben ja noch so eine Dinger. Ach, wir haben. Oder Holz, ne? Holzboden, Holzwände, ach, ich weiß das nicht, doch. Irgendwas mit Marmor möchte ich ja auch haben, oder nur Marmorflur. Da habe ich aber eine Menge verbraten, wenn ich nur Marmorflur haben will. Ich mache ja irgendwie alles durcheinander. Könnte man jetzt noch als abreißen, naja, will man es doch haben, das weiß ich nicht. Hier könnte man vielleicht einfach Holz machen oder was, ne? Was könnte man denn für ein Holz nehmen? Was habe ich denn hier so gespeichert? Baumstammstücke braucht man auch immer, wa? Das könnte man für die Küche fast nehmen. Der hier. Ach, da kommen 6 Stück raus. Okay. Ach, ist auch alles nochmal dasselbe. Wollte ich den? 150? Ja gut, wie viel sind 20 mal 20? 400 oder was, ne? Ne, 10 mal 10. Hä? Oder? 10 mal 10? Ist 10 mal 10 richtig? Brauche ich 100 vielleicht? Brauche ich auf jeden Fall. Sieht das auch noch was aus? Ja, das kannst du machen. Ah ne, wir brauchen. Ah ne, glaube ich. Naja, ein bisschen zu viel, glaube ich sogar. Nicht. Bin ich irgendwie doof? Ist schon wieder alle. Hä? Habe ich mich verrechnet oder was? Ach, ich weiß nicht, was mit mir los ist, Mann. Das ist ja der Boden. Wand kann natürlich auch eine andere Wand sein, ne? Mit Boden ist es auf jeden Fall, kann man das machen. Na warte, den lege ich noch mal rein, falls er den nimmt. Ich weiß es nicht. Ich nehme erstmal die. 48 wird auch nicht reichen, ne? Dreißig brauchen wir, glaube ich, noch. Und wir haben noch 4. Ist noch 30. Ich muss natürlich auch wieder das Holz nehmen, ich Idiot.
Das ist ein Ge Hä? Wo haben wir das jetzt schon wieder hier? Das sollte reichen, glaube ich. Genau. Läuft man natürlich auch anders. Jetzt hier. Das wird dann irgendwann die Küche sein. Da muss auch noch eine Wand. Die Wand muss ja dann auch hier wieder, ne? Dann, ja gut, dann wird das alles noch ein kleiner. Haben wir wenigstens hier einen Flur. Der Flur ist natürlich ganz schön klein, aber hier ist halt die Tür so, ne? Da kommt noch eine Tür dann. Vielleicht kommt hier gegenüber auch eine Tür oder woanders. Weiß ich noch nicht. Man könnte natürlich auch hier eine Tür machen. Ist, glaube ich, besser, ne? Da kommt man hier rein, aber warum? Hier könnte man auch eine Tür machen, dass der Flur einen Sinn hat. Dass der Flur ein Ende hat, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Und was machen wir hier für eine Wand rein? Machen wir auch Holz ein? Alles aus Holz, aus diesem selben Holz vielleicht. Kann man machen, muss man nicht. Hier habe ich ja den Boden und hier habe ich, will ich ja diese Wand haben. Was natürlich noch lange nicht fertig ist. Oh Mann. Da muss dann auch bis da, bis hier oben alles gehen, ne? Und da auch. Und hier weiß ich noch überhaupt nicht. Aber ganz schön Durst. Ich glaube, das viel bringt, glaube ich, die Melone nicht so, ne? Habe ich das Gefühl. Jetzt haben wir natürlich eine Menge verbraten. Ganzen Stein weg. Und sehr, sehr viel Holz weg. Naja. Stöcker. Habe ich ganz, ganz viele, bisschen viele gemacht. Das normale Holz, naja. Den Gedöns und Holz, Erde hier. Na, irgendwann geht es ja noch an die Einrichtung und alles, ne? Ich könnte auch wieder Bäume anpflanzen, das könnte man auch machen. Diese Dinge sind natürlich nicht schlecht, wenn man hier irgendwann eine Allee noch macht, zum Beispiel. Und dann geht es durch Bäume und so, das weiß ich noch gar nicht so. Komm mal, wenigstens diese Tomatensetzlinge haben es verdient, wieder angepflanzt zu werden. Weiß nicht, welcher Abstand gut ist. Hier ist das, glaube ich, nicht so optimal, weil das schon, da schon die Erdbeeren sind. Oh. Ja, könnte man alles schöner machen, ne? Ah, Tomaten kriegen wir echt viele raus. Wie habe ich denn jetzt noch? Zwei. Ah, viel zu viel. Hier könnte man immer wieder Melonen anpflanzen und so. Kürbisse brauche ich gar nicht eigentlich, weil man die auch nicht essen kann. Brokkoli hätte ich gerne mehr, Salat hätte ich gerne mehr. Naja. Und eine Menge Stein und eine Menge Holz, ne? Naja, das ist ja schon mal ein bisschen was geworden hier. Aber es ist noch ein langer, langer Weg. Und hier, wie gesagt, weiß ich das einfach nicht ganz genau, was ich da machen soll. Aber erstmal kommt die Küche und das Bad. Das Bad als erstes vielleicht. Küche, was mache ich da alles in die Küche rein? Hm.
Kann man auch brutzeln, da können wir auch grillen oder so. Ofen. Ja, gut. Soll ich hier einen Ofen reinstellen? Brauchen wir auch wieder so viel Stein? Aber das sind ja die Erzöfen, ne? Und sowas hier in die Küche, ich weiß nicht. Mal gucken, was wir da überhaupt reinmachen. Ja, wie gesagt, schwierig. Auf jeden Fall werde ich, glaube ich, einiges an Stein besorgen. Wahrscheinlich muss ich auch noch ein bisschen Holz besorgen, ne? Hier haben wir auch noch ein paar Bäume. Zur Not pflanze ich wieder welche an. Ja, mal sehen. Aber wir haben jetzt auch schon eine Menge wieder abgerissen und das, ja. Ich würde beim nächsten Mal gerne wieder ein bisschen weitermachen. Und bald auch wieder auf Reisen gehen. Jetzt geht es ja alles wieder ein bisschen besser von der Hand hier, ne? Ja, das kriegen wir alles hin. Naja. Dann bedanke ich mich für diese Folge, fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge Rising World morgen wieder. Bis dahin, tschüssi.